Großadmiral, ich komme jetzt zu dem Thema der sogenannten Verschwörung. Die Anklage wirft Ihnen vor, dass Sie seit dem Jahre 1932 aufgrund intimer Beziehungen zu Hitler und zur Partei an einer Verschwörung teilgenommen haben zur Förderung von Angriffskriegen, zur Begehung von Kriegsverbrechen. Wo befanden Sie sich in den Wochen der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933? Ich bin unmittelbar nach dem 30. Januar, ich glaube es war am 1. Februar, auf eine Urlaubsreise gegangen nach Niederländisch-Indien und Ceylon, die bis in den Sommer hinein dauerte von 1933. Eine Urlaubsreise, die auf Befürwortung des Großadmiral Reda mir der Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg geschenkt hat. Im Anschluss daran wurden Sie Kommandant eines Auslandskreuzers? Ich bin dann im Herbst 34 bis zum Sommer 35 als Kommandant des Kreuzers Emden durch den Atlantik um Afrika herum in den Indischen Ozean gegangen und wieder zurück. Haben Sie sich vor diesem Auslandsaufenthalt oder nach Ihrer Rückkehr 1935 bis zu Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine im Jahre 1943 irgendwie politisch betätigt? Ich habe mich politisch betätigt erst am 1. Mai 1945 als Staatsoberhaupt wurde, vorher nicht. Die Anklage hat nun ein Dokument vorgelegt. Und zwar ein Affidavit von dem Botschafter Messersmith. Es hat die Nummer USA 57. Und ich habe die entscheidenden Auszüge abgedruckt in meinem Urkundenbuch Band 2. Seite 100, Seite 100. In diesem Affidavit sagt der Botschafter Messersmith, dass er von 1930 bis zum Frühjahr 1934 als Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Berlin war. Er ist dann bis zum Juli 1937 nach Wien gekommen und von dort nach Washington. Er gibt nun ein Urteil über Sie ab, und zwar mit der Bemerkung, unter den Leuten, welche ich öfter sah und auf welche ich mich in vielen meiner folgenden Aussagen beziehe, waren die folgenden. Und dann kommt Ihr Name. Daraus muss man den Eindruck gewinnen, dass Sie sich in dieser Zeit in politischen Milieus in Wien oder Berlin bewegt haben. Trifft das zu? Nein. Ich war damals Korvettenkapitän, beziehungsweise ab Ende 34 Fregattenkapitän. Nun habe ich mit Erlaubnis des Tribunals einen Fragebogen an den Botschafter Messersmith gerichtet, um zu erfahren, worauf seine Beurteilung beruht. Dieser Fragebogen ist beantwortet worden und ich überreiche ihn als Dönitz 45. Die Antworten sind abgedruckt auf der Seite 102 des Urkundenbuchs und ich halte sie Ihnen vor. Wie in früheren eidlichen Aussagen angegeben, sah und sprach ich Admiral Karl Dönitz bei mehreren Gelegenheiten während meines Aufenthalts und meiner späteren
und meiner späteren häufigen Besuche in Berlin. Ich führte jedoch kein Tagebuch. Und es ist mir unmöglich, mit Genauigkeit anzugeben, wann und wo diese Zusammenkünfte stattfanden, die Eigenschaft, in welcher Admiral Dönitz dort erschien, oder welchen Gegenstand oder Gegenstände unsere Unterhaltung hatte. Meine Beurteilung von Dönitz, wie sie in meinen früheren eidlichen Aussagen angegeben ist, beruht auf persönlicher Kenntnis von ihm und auf allgemeiner Kenntnis, welche ich von den verschiedenen Quellen erlangte, die in meinen früheren eidlichen Aussagen beschrieben sind. Haben Sie, Herr Großadmiral, den Botschafter Messerschmitt überhaupt irgendwann und irgendwo in Ihrem Leben einmal gesehen und gesprochen? Ich habe ihn nie gesehen und seinen Namen hier zum ersten Mal gehört. Ich war in der fraglichen Zeit auch nicht in Berlin, sondern ich war in Wilhelmshaven, an der Nordseeküste oder im Indischen Ozean. Wenn er mich gesprochen haben will, müsste er mich also in Wilhelmshaven oder im Indischen Ozean besucht haben. Da beides nicht der Fall ist, glaube ich, dass er sich irrt und irgendeine Personenverwechslung bei ihm eingetreten ist. Waren Sie Mitglied der NSDAP? Ich habe am 30. Januar 1944 vom Führer als Orden das goldene Parteiabzeichen verliehen bekommen. Und nehme an, dass ich damit Ehrenmitglied der Partei geworden bin. Wann haben Sie Adolf Hitler kennengelernt? Und wie oft haben Sie ihn vor Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine gesehen? Ich habe Adolf Hitler zum ersten Mal gesehen, als ich mich in Gegenwart des Großadmiral Raeder im Herbst 1934 als Kommandant des Kreuzers Emden mit dem Schiff ins Ausland bei ihm abmeldete. Ich habe ihn dann wiedergesehen, meiner Rückkehr mit der Emden, ein Jahr später. Und habe ihn so von diesem Herbst 1934 bis zum Kriegsausbruch 1939, diesen 5 Jahren, in ganzen 4-mal gesehen. Mit den beiden genannten Meldungen einschließlich. Welches waren die beiden anderen Gelegenheiten? Waren es militärische oder politische? Das eine war eine militärische Angelegenheit, wo er in der Ostsee sich eine Flottenvorführung ansah, bei der ich während der Vorführung, als auch 2 U-Boote Angriffsvorführungen zeigen sollten, auf der Brücke des Flaggschiffes bei ihm stand, um die notwendigen Erklärungen zu geben. Das zweite Mal war eine ganz große Einladung an die gesamte Generalität und Admiralität, als die neue Reichskanzlei in der Voststraße fertig geworden war. Das war 38 oder 39. Ich habe ihn dort gesehen, aber nicht gesprochen. Wie oft sind Sie während des Krieges bis zu Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber beim Führer gewesen? Ich habe in den Jahren 39 bis 43 habe ich den Führer 4-mal gesehen, jedes Mal bei kurzen militärischen Vorträgen über den Urzkrieg. Und immer im größeren Kreise. Hatten Sie bis dahin mit ihm irgendeine
über den militärischen Rahmen hinausgehende Unterredung? Nein, gar keine. Wann sind Sie als Nachfolger von Großadmiral Reeder zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt worden? Am 30. Januar 1943. Befand sich damals der Krieg, den Deutschland führte, in einem Stadium der Offensive oder der Defensive? Der ausgesprochenen Defensive. War in Ihren Augen die Ihnen angebotene Stellung des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine eine militärische oder eine politische? Es war selbstverständlich eine rein militärische Stellung, nämlich der erste Soldat oder die Spitze der Kriegsmarine. Die Ernennung hierzu ist ja auch aus rein militärischen Gründen erfolgt. Und zwar aus militärischen Gründen, die den Großadmiral Reeder bewogen, mich für diese Stellung vorzuschlagen. Und rein militärische Gesichtspunkte sind also für diese Besetzung maßgeblich gewesen. Sie wissen, Herr Großadmiral, dass die Anklage aus der Annahme dieser Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine sehr weitgehende Schlussfolgerungen zieht. Gerade im Hinblick auf die Verschwörung. Und zwar sagt die Anklage, dass Sie durch diese Annahme frühere Ereignisse ratifiziert haben. Und zwar alle Bestrebungen der Partei seit 1920 oder 1922 und die ganze deutsche Innen- und Außenpolitik mindestens seit 1933. Sind Sie sich über diese Tragweite im Klaren gewesen? Haben Sie überhaupt irgendwelche Erwägungen in dieser Richtung angestellt? Also diese Idee ist mir nicht im Entferntesten gekommen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Soldaten gibt, der, wenn er durch einen militärischen Befehl ein militärisches Kommando erhält, solche Gedanken hat oder ein solches Bewusstsein hat, das Kommando als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine war für mich eine Kommandierung, der ich selbstverständlich folgen musste, wie jeder militärischen Kommandierung, es sei denn, dass ich gesundheitlich dazu nicht in der Lage war. Da ich Letzteres bejahen musste und glaubte, zum Nutzen der Kriegsmarine wirken zu können, habe ich dieses Kommando selbstverständlich auch mit innerer Zustimmung angetreten. Alles andere wäre Fahnenflucht oder Ungehorsam gewesen. Sie sind nun als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine in ein recht enges Verhältnis zu Adolf Hitler getreten. Sie wissen auch, welche Folgerungen die Anklage aus diesem Verhältnis zieht. Bitte sagen Sie mir, welches war dieses Verhältnis und worauf beruhte es? Ich darf vielleicht, um es kurz zu fassen, mal die Sache so darstellen. Mein Verhältnis beruht auf drei Bindungen. Erstens mal, ich bejahte die nationalen und sozialen Ideen des Nationalsozialismus. Die nationalen, die sich ausdrückten in der Ehre und Würde der Nation
in seiner Freiheit, in seiner Gleichberechtigung, in seiner Sicherheit. Und die Sozialen, die vielleicht als Kernpunkt hatten, kein Klassenkampf, sondern menschliche und soziale Achtung jedes ohne Rücksicht auf Stand und Beruf und wirtschaftliche Verhältnisse. Aber andererseits Unterordnung eines jeden unter die Interessen des Gemeinwohls. Ich habe selbstverständlich auch mit Bewunderung gesehen und die hohe Autorität Adolf Hitlers freudig anerkannt, als es ihm nun im Frieden gelang, seine nationalen und sozialen Ziele auf unblutigen Wege so rasch zu verwirklichen. Meine zweite Bindung war mein Eid. Adolf Hitler war auf legalem Wege, gesetzmäßigen Wege, oberster Befehlshaber der Wehrmacht, dem die Wehrmacht durch ihren Eid die Treue geschworen hatte. Dass mir der Eid heilig war, ist selbstverständlich. Und ich glaube, die Anständigkeit in der Welt wird überall auf dessen Seite stehen, der seinen Eid hält. Die dritte Bindung war mein persönliches Verhältnis. Bevor ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde, glaube ich, dass Adolf Hitler keine bestimmte Vorstellung von mir gehabt hat, von meiner Person. Dazu hatte er mich zu wenig gesehen und immer nur im großen Kreise. Wie mein Verhältnis mit ihm werden würde, war daher, als ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde, vollkommen offen. Mein Start in der Beziehung war sehr ungünstig. Er war belastet durch erstens mal das kommende und dann eintretende Zusammenbrechen des U-Boot-Krieges. Zweitens mal durch meine Weigerung, die bereits Großart Malreder vertreten hatte, die großen Schiffe zu verschrotten, weil sie nach seiner Ansicht anhand der erdrückten Übermacht keinen Kampf wert hatten. Ich hatte mich ebenfalls wie der Großart Malreder gegen diese Verschrottung gestemmt und nur mit Krach hatte er schließlich zugestimmt. Ich stellte trotzdem bald fest, dass er in den Dingen der Kriegsmarine Vertrauen zu mir hatte und mich auch sonst ausgesprochen achtungsvoll behandelte. Adolf Hitler hat immer in mir nur den ersten Soldaten der Kriegsmarine gesehen. Er hat mich nie zu einer militärischen Angelegenheit
sei es auf dem Heeresgebiet oder auf dem Gebiet der Luftwaffe. Um Rat gefragt, die nicht die Kriegsmarine anging. Noch habe ich mich je zu Dingen des Heeres oder des Luftgebiets geäußert. Weil mir im Grunde dazu eben die Kenntnisse fehlten. Selbstverständlich hat er auch nie mich zu politischen Dingen, sei es inner- oder außenpolitischer Art, herangezogen oder um Rat gefragt. Sie sagen, Herr Großadmiral, er hat Sie nie zu politischen Dingen um Rat gefragt. Solche Dinge mögen doch aber im Zusammenhang gestanden haben. Manchmal mit Fragen der Kriegsmarine. Wurden Sie da nicht beteiligt? Wenn man politisch so versteht, dass zum Beispiel die Beratung der Kommandeure durch die sogenannten nationalsozialistischen Führungsoffiziere dazugehört, dann war ich selbstverständlich beteiligt, weil es ja in den Bereich der Kriegsmarine hineingriff, beziehungsweise eine Einrichtung der Kriegsmarine werden sollte. Das ist natürlich der Fall. Hat Sie über solche Fragen hinaus Adolf Hitler niemals als allgemeinen Berater angesehen, wie die Anklage ja behauptet und wie sie folgert aus einer langen Liste von Zusammenkünften, die Sie seit 1943 mit Adolf Hitler im Führerhauptquartier gehabt haben? Von einer allgemeinen Beratung ist beim Führer erstens mal grundsätzlich keine Rede. Und im Besonderen, wie ich schon sagte, der Führer hat von mir nur einen Rat eingeholt und von mir auch nur einen Rat bekommen in Angelegenheiten der Kriegsmarine und der Seekriegführung. Und zwar sehr streng ausschließlich auf dieses Ressort, dem ich Vorstand, beschränkt. Sie waren nun nach der vorgelegten Aufstellung von 1943 bis 1945 manchmal einmal, manchmal auch zweimal im Monat im Führerhauptquartier. Bitte schildern Sie einmal dem Tribunal, wie so ein Tag im Führerhauptquartier für Sie eigentlich aussah, was Sie dort zu tun hatten. Ich bin bis auf die letzten zwei, drei Monate vor dem Zusammenbruch, als der Führer in Berlin war, ins Führerhauptquartier geflogen, etwa alle zwei bis drei Wochen. Und zwar nur dann, wenn ich irgendeine konkrete militärische Angelegenheit der Marine vorzutragen hatte, wozu ich seine Entscheidung brauchte. Es ist dann so gewesen, dass ich teilgenommen habe, mittags an der allgemeinen militärischen Lage. Das war also der Vortrag, wo der Stab des Führers dem Führer berichtete über das, was in den letzten 24 Stunden etwa sich an den Kampffronten ereignet hatte.
bei diesen militärischen Lagen habe ich das Wort nur ergriffen, da der Schwerpunkt ja auf der Heereslage bzw. auf der Luftlage lag. Wenn mein Marinereferent, der die Marinelage vortrug, in seinem Vortrag durch mich irgendeine Ergänzung brauchte. Es hat dann zu einer bestimmten Zeit festgelegt wurde durch die Adjutantur, mein militärischer Vortrag, der der Zweck meiner Reise gewesen war, stattgefunden. Bei diesem Vortrag waren nur die dabei, die die Sache etwas anging. Also meistens, da es Dinge des Menschenersatzes und so weiter oft betraf, der Feldmarschall Keitel bzw. der Generaloberst Jodl. Der Führer hat mich, wenn ich alle 14 Tage oder 3 Wochen, später 44 waren es auch mal 6 Wochen Zwischenraum, ins Hauptquartier kam, dann zum Mittagessen eingeladen. Diese Einladungen hörten nach dem 20. Juli 1944, dem Attentatstag, vollkommen auf. Ich habe vom Führer nie einen Befehl erhalten, der irgend in einer Form gegen die Kampfsittlichkeit verstößt. Ich habe und mit mir die ganze Kriegsmarine, das ist meine Überzeugung, von den Menschenvernichtungen, die mir hier durch die Anklageschrift beziehungsweise was Konzentrationslager anbelangt, nach der Kapitulation im Mai 1945, bekannt geworden sind, nichts gewusst. Ich habe in Adolf Hitler die gewaltige Persönlichkeit gesehen, mit einer außerordentlichen Intelligenz und Tatkraft, mit einer geradezu universalen Bildung. Und einem kraftausströmenden Wesen und einer ungeheuren suggestiven Kraft. Ich habe andererseits bewusst nur selten meinen Weg ins Hauptquartier genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so am besten meine Stoßkraft behalte. Und zweitens, weil ich nach mehreren Tagen, 2-3 Tagen oder 2 Tagen Aufenthalt im Hauptquartier das Gefühl hatte, mich von seiner suggestiven Kraft wieder abzusetzen. Jung zweifelsohne es besser hatte als sein Stab, der dauernd einer so gewaltigen Persönlichkeit mit dieser suggestiven Kraft ausgesetzt war.
Sie sagten eben, Herr Großadmiral, dass Sie nie einen Befehl erhalten hätten, der gegen die soldatische Kampfmoral verstoßen habe. Sie kennen den Befehl zur Vernichtung von Sabotagetrupps vom Herbst 1942. Haben Sie diesen Befehl nicht erhalten? Ich habe von diesem Befehl Kenntnis bekommen, nach seiner Herausgabe, als ich ein Befehlshaber der Unterseeboote gewesen war. Für den Frontsoldaten war dieser Befehl eindeutig. Ich hatte das Gefühl, es ist eine sehr harte Sache. Aber in der Ziffer 1 dieses Befehls war klar und eindeutig ausgedrückt, dass Angehörige des Feindes sich durch ihr Verhalten, durch Töten von Gefangenen außerhalb der Genfer Konvention gestellt hat. Und dass infolgedessen vom Führer Vergeltungsmaßnahmen befohlen seien. Und dass diese Vergeltung zudem im Wehrmachtsbericht veröffentlicht worden war. Es war also für den Soldaten, der diesen Befehl erhielt, gar kein Recht oder keine Möglichkeit und keine Befugnis, nun eine Rechenschaft oder Prüfung zu verlangen. Stimmen die Voraussetzungen auch in dem Maße, dass ein solcher Befehl gerechtfertigt ist? Haben Sie als Befehlshaber der U-Boote mit der Durchführung dieses Befehls irgendetwas zu tun gehabt? Nein, nicht das Geringste. Sind Sie Ihrer Erinnerung nach als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine mit der Durchführung dieses Befehls einmal befasst gewesen? Nach meiner Erinnerung bin ich in meiner ganzen Zeit als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine nie mit diesem Befehl befasst worden. Man darf auch nicht vergessen, dass erstens in dem Befehl ausdrücklich ausgenommen waren, die im Seekampf gefangenen Gegner. Und zweitens, dass die Marine ja auf dem Lande auch keine Territorialbefugnisse hatte. Also aus letztem Grunde grundsätzlich auch weniger in die Lage gekommen, irgendeine Ziffer dieses Befehls ausführen zu müssen. Sie kennen ja nun das Dokument der Anklage, in dem ein Vorfall geschildert wird, wo im Sommer 1943 ein Sabotagetrupp in Norwegen erschossen worden ist. Ich meine das Dokument der Anklage GB 208. Der Vorfall ist dort so geschildert, dass die Besatzung eines norwegischen Motortorpedobootes auf einer norwegischen Insel gefangen genommen wurde. Das Motortorpedoboot hatte Kampfaufgaben zur See. Wer die Besatzung gefangen genommen hat, steht in dem Dokument nicht drin. Es steht aber drin, dass die Besatzungsmitglieder bei der Gefangennahme in Uniform waren, dass sie von einem Marineoffizier vernommen wurden und dass sie auf Befehl des Admirals von Schrader an den Sicherheitsdienst abgegeben wurden. Der Sicherheitsdienst hat sie dann später erschossen. Ist Ihnen dieser ganze Vorfall irgendwie einmal bekannt geworden oder gemeldet worden als Oberbefehlshaber?
Ich habe von diesem Vorfall Kenntnis bekommen aus dem Teilbrief der Anklage. Wie erklären Sie, oder können Sie erklären, dass ein solcher Vorfall nicht zu Ihrer Kenntnis gekommen ist? Musste er nicht gemeldet werden? Wenn die Marine dabei betroffen war, das heißt, wenn der betreffende Trupp von der Marine gefangen genommen worden war, so hätte der Admiral von Schrader, der der Befehlshaber dort war, unbedingt diese Angelegenheit dem Oberkommando der Kriegsmarine melden müssen. Ich bin auch überzeugt, dass er es getan hätte. Denn die Vorschrift war ja eindeutig darüber. Und ich bin auch überzeugt, dass mir die Angelegenheit als Oberbefehlshaber dann von den betreffenden Referenten in dem Oberkommando der Kriegsmarine gemeldet worden wäre. Wie beurteilen Sie denn nun diesen Fall jetzt, nachdem er Ihnen durch das Dokument der Anklage zur Kenntnis gekommen ist? Ist es zutreffend, dass es sich um die Besatzung eines Motortorpedoboots gehandelt hat, das Seekriegsaufgaben hatte, dann ist diese Maßnahme, diese Erschießung, die da erfolgt ist, unter allen Umständen ganz falsch. Denn sie widerspricht ja auch ausdrücklich sogar diesem Kommandobefehl. Ich halte das aber für ausgeschlossen. Denn ich glaube nicht, dass dazu der Admiral von Schrader, der mir persönlich als besonders ritterlicher Seefahrer bekannt ist, dazu seine Hand gegeben hätte. Nach dem ganzen Umstand dieser Angelegenheit, dass dieser Vorfall nicht dem Oberkommando gemeldet wurde, dass dieser Vorfall, wie er jetzt festgestellt worden ist durch Kontrolle der deutschen Zeitung aus dieser Zeit, auch nicht im Wehrmachtsbericht bekannt gegeben ist, wie es hätte geschehen müssen, wenn es eine Wehrmachtsangelegenheit gewesen wäre, nehme ich heute folgenden Sachverhalt an, dass die Polizei die Gefangennahme dieser Leute auf der Insel gemacht hat, dass sie von dieser Insel mit einem Fahrzeug nach Bergen gebracht wurden, dass sie dort von ein oder zwei, wenn ich mich recht erinnere, Marineoffizieren vernommen wurden, weil die Marine natürlich ein Interesse an dieser Vernehmung hatte. Und dass dann die Abgabe oder die Weitergabe dieser Leute an den Sicherheitsdienst erfolgt ist, weil sie vorher bereits durch den Sicherheitsdienst gefangen genommen worden sind. Eine andere Erklärung ist für mich nicht möglich. Sie wollen also sagen,
dass Ihrer Auffassung nach diese Männer niemals Gefangene der Kriegsmarine gewesen sind? Nein. Wären sie das gewesen, hätte eine Meldung an das Oberkommando erfolgen müssen. Herr Großadmiral, von diesem Fall nun ganz abgesehen, möchte ich Sie fragen, haben Sie insgesamt in Ihrer Stellung als Oberbefehlshaber und bei Ihren Besuchen im Führerhauptquartier nicht Erlebnisse gehabt, die es Ihnen nahelegten, sich von Adolf Hitler loszusagen? Ich habe ja bereits erklärt, dass hinsichtlich meiner Tätigkeit auch im Hauptquartier ich streng beschränkt war auf mein Ressort. Wie es überhaupt die Eigenart des Führers war, jeden nur in seiner Angelegenheit zu hören. Es war auch selbstverständlich, dass bei den militärischen Lagen nur rein militärische Dinge besprochen wurden. Also keine Dinge der Innenpolitik oder des SD oder der SS, soweit es sich bei letzteren, bei der SS, nur nicht um SS-Divisionen, die im militärischen Einsatz unter irgendeinem Heeresbefehlshaber standen. Ich habe daher von all diesen Dingen nichts erfahren. Ich habe, wie auch schon gesagt, vom Führer nie einen Befehl erhalten, der gegen die Kampfsittlichkeit verstößt. Ich habe daher die Kriegsmarine meines festen Glaubens nach bis in die letzte Ecke sauber in jeder Beziehung erhalten, bis zum Schluss. Ich habe mein Gesicht den Seekrieg nach dem Wasser gehabt und die Kriegsmarine hat versucht, so klein sie war, im Rahmen ihrer Aufgabe ihre Pflicht zu erfüllen. Ich hatte also gar keinen Grund, irgendwelcher Art, mich irgendwie vom Führer zu lösen. Ein solcher Grund braucht ja nicht nur in Verbrechen zu liegen, sondern er kann auch in politischen Erwägungen ganz außerhalb von Verbrechen liegen. Sie haben ja hier gehört, dass wiederholt die Frage angeschnitten worden ist, ob man einen Putsch hätte machen müssen. Sind an Sie solche Anregungen herangetreten oder haben Sie selbst einen Putsch erwogen oder versucht? Nein. Das Wort Putsch ist hier in diesem Saal oft von den verschiedensten Personen ausgesprochen worden. Es sagt sich leicht, ich glaube aber, dass man sich der ungeheuren Tragweite. Die deutsche Nation befand sich in einem Krieg auf Leben und Tod. Sie war von Feinden umringt, ich möchte sagen, wie eine Festung. Und es ist klar, um bei dem Beispiel der Festung zu bleiben, dass jede Erschütterung im Innern sich ohne Zweifel zwangsläufig auswirkt auf die Kampfkraft und die Schlagkraft nach außen.
Wie es also unternimmt, gegen seine Treue und seinen Eid, in solch einem Lebenskampf einen Umsturz zu planen, zu versuchen. Der muss aufs Tiefste die Überzeugung haben und sich seines Verantwortungsbewusstseins bewusst sein, dass ein solcher Umsturz für das Volk unter allen Umständen notwendig ist. Trotzdem wird jede Nation einen solchen Mann als Verräter verurteilen. Und er wird vor der Geschichte nicht bestehen können, wenn bei Erfolg seines Umsturzes diese Maßnahme sich nicht auch tatsächlich zum Wohle und zugunsten seines Volkes auswirkt. Diese Voraussetzung hielt ich jedoch in Deutschland nicht für gegeben. Wenn zum Beispiel der Putsch des 20. Juli gelungen wäre, dann wäre eine Auflösung, wenn auch vielleicht nur eine allmähliche, im Innern die Folge gewesen. Eine Bekämpfung der Waffenträger, die SS, die andere Leute untereinander. Ein Chaos im Innern, weil das feste Staatsgefüge allmählich zerbrochen worden wäre. Und unter allen Umständen eine Auflösung und Verminderung der Schlagkraft der Fronten nach außen. Dr. Kanzler, the tribunal thinks that the defendant is making a long and political speech, which really hasn't very much to do with the questions with which we have to deal. Herr Präsident, ich war der Auffassung, dass die Frage, ob ein Oberbefehlshaber verpflichtet sei, einen Putsch zu machen, von der Anklage als ein Kernpunkt angesehen wird. Und zwar als ein Kernpunkt in der Frage, ob er sich mit dem System, das als verbrecherisch gekennzeichnet wird, als einverstanden erklärt oder nicht. Wenn das Tribunal diese Frage für unerheblich hält, will ich nicht weiter darauf eingehen. Herr Großadmiral, I don't think the prosecution have put forward the view that anybody had to create a putsch. Es schien mir ein selbstverständlicher Standpunkt der Anklage zu sein. Herr Großadmiral, die Anklage hat Dokumente vorgelegt, zwar zwei, aus dem Winter 1943 und aus dem Mai 1945, mit Ansprachen von Ihnen an die Truppe. Die Anklage macht Ihnen den Vorwurf, dass Sie die nationalsozialistischen Ideen der Truppe gepredigt haben. Bitte äußern Sie sich dazu. Als ich im Februar 1943 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde, war ich verantwortlich für die Schlagkraft der gesamten Kriegsmarine. Eine Hauptstärke in diesem Kriege war die Einheit unseres Volkes.
Und der Hauptnutznießer dieser Einheit war die Wehrmacht. Denn jede Zersplitterung im Innern hätte sich zwangsläufig auf die Truppe ausgewirkt und ihre Schlagkraft für den Kampf, was ihre Aufgabe war, gemindert. Gerade die Marine hatte ja im Ersten Weltkrieg im Jahre 1917 und 1918 sehr schmerzliche Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht. Deshalb habe ich in all meinen Ansprachen dafür gewirkt, dass diese Einigkeit bleibt und dass wir uns als Garanten dieser Einigkeit fühlen. Das war notwendig und richtig. Und zwar notwendig für mich als Truppenführer. Ich kann ja nicht die Uneinigkeit predigen oder die Auflösung. Es hat sich auch ausgewirkt. Die Schlagkraft, die militärische Manneszucht der Kriegsmarine ist bis zum Schluss hoch gewesen. Und ich glaube, dass in jeder Nation eine solche Leistung als richtige und gute Leistung eines Truppenführers gilt. Das sind meine Gründe gewesen, dass ich so gepredigt habe. Sie sind nun am 30. April 1945 als Nachfolger Adolf Hitlers Staatsoberhaupt geworden. Und die Anklage schließt daraus, dass Sie auch schon vorher ein enger Vertrauter Adolf Hitlers gewesen sein müssen. Da man ja nur einem Vertrauten letzten Endes die Nachfolge im Staate anvertraut. Wollen Sie mir sagen, wie es zu dieser Nachfolge gekommen ist und ob Adolf Hitler irgendwann vorher mit Ihnen überhaupt über diese Möglichkeit gesprochen hat? Ich habe Adolf Hitler seit dem 20. Juli 1944 nicht mehr allein gesehen, sondern nur während der großen militärischen Lagen. Er hat nie, auch nur andeutungsweise, über irgendeine Nachfolgerschaft mit mir gesprochen. Das war auch ganz natürlich und klar, weil ja durch Gesetz der Reichsmarschall sein Nachfolger war. Und dieses bedauerliche Missverständnis zwischen dem Führer und dem Reichsmarschall ja erst Ende April 1945 eintrat. Und zwar zu einer Zeit, wo ich bereits nicht mehr in Berlin war. Wo waren Sie? Ich war in Holstein in Plön. Es ist also nie der geringste Gedanke in mir und jedenfalls auch nicht beim Führer gewesen, dass ich Nachfolger werden würde. Wodurch, durch welche Maßnahmen oder Befehle ist es denn nun tatsächlich dazu gekommen? Ich habe am 30. April 1945 abends einen Funkspruch bekommen aus dem Hauptquartier.
dass der Führer mich als seinen Nachfolger vorgesehen hat und ich berechtigt sei, ab sofort alle Maßnahmen zu treffen, die ich für erforderlich hielt. Ich habe am nächsten Morgen einen weiteren Funkspruch bekommen, also am 1. Mai morgens, worin als nähere Anweisung stand, dass ich Reichspräsident sein sollte, der Minister Goebbels Reichskanzler, Herr Bormann Parteiminister und Herr Seyß-Inquart Außenminister. Haben Sie sich an diese Weisung gehalten? Dieser Funkspruch stand erstens mal im Widerspruch zu dem ersten Funkspruch, wo ja klar gesagt war, du kannst ab sofort alles tun, was du für richtig hältst. Ich habe mich auch grundsätzlich und hätte mich auch nie an den Funkspruch gehalten, den zweiten gehalten. Denn wenn ich die Verantwortung bekomme, dürfen mir auch keine Bindungen auferlegt werden. Und drittens hätte ich unter keinen Umständen mich auf eine Mitarbeit der genannten Personen mit Ausnahme des Herrn Seyß-Inquart eingelassen. Ich hatte bereits am Morgen des 1. in aller Frühe eine Unterredung gehabt mit dem Finanzminister Grafen Schwerin-Krosigk und ihn gebeten, die Regierungsgeschäfte, soweit man überhaupt noch davon reden konnte, zu übernehmen. Ich hatte das getan, weil in einer zufälligen Aussprache, die einige Tage vorher stattgefunden hatte, sich eine große Übereinstimmung unserer Ansichten herausgestellt hat. Der Ansichten, dass das deutsche Volk zum christlichen Westen gehört, dass die Grundlage zukünftiger Lebensbedingungen die absolute Rechtssicherheit der Person des privaten Eigentums ist. Herr Großadmiral, Sie kennen ja das sogenannte politische Testament Adolf Hitlers, in dem Sie beauftragt werden, den Krieg fortzusetzen. Ist Ihnen ein derartiger Auftrag damals erteilt worden? Nein. Ich habe dieses Testament erst hier, Presse veröffentlicht wurde, kennengelernt. Wie gesagt, hätte ich auch irgendeinen Auftrag, als mir in dieser hoffnungslosen Lage Deutschlands die Verantwortung gegeben wurde, irgendeine Bindung meines Handelns nicht angenommen. Die Anklage hat nun ein Dokument vorgelegt, in dem sie die Kriegsmarine zu zähem Durchhalten auffordern, im Frühjahr 1945, das Dokument GB 212. Sie knüpft daran den Vorwurf, dass sie als fanatischer Nazi bereit gewesen seien, einen hoffnungslosen Krieg auf Kosten der Frauen und Kinder ihres Volkes weiterzuführen. Bitte nehmen Sie zu diesem besonders schwerwiegenden Vorwurf Stellung.
Hierzu ist Folgendes zu sagen. Erstens. Im Frühjahr 1945 war ich nicht Staatsoberhaupt, sondern Soldat. Weiterkämpfen oder nicht weiterkämpfen, eine politische Entscheidung. Das Staatsoberhaupt wollte weiterkämpfen. Ich als Soldat hatte zu gehorchen. Es ist eine Unmöglichkeit in einem Staat, dass etwa der eine Soldat dann erklärt, ich kämpfe weiter und der andere sagt, ich kämpfe nicht mehr weiter. Ich hätte auch keinen anderen Rat geben können. So wie ich die Dinge übersah. Aus folgenden Gründen. Erstens. Im Osten bedeutete das Durchbrechen an unserer Front an einer Stelle die Vernichtung des hinter der Front lebenden Volkes. Das war uns klar aufgrund der praktischen Erfahrungen und allen Nachrichten, die wir darüber hatten. War der Glauben des ganzen Volkes. Dass der Soldat im Osten seine kämpferische Pflicht tun musste, in diesen harten Monaten des Krieges, letzten harten Monaten des Krieges, war daher besonders wichtig, weil sonst deutsche Frauen und Kinder verloren gingen. Die Marine war im Osten erheblich eingesetzt, mit etwa 100.000 Mann an Land und der gesamten Überwasserkriegsmarine konzentriert für Truppen, Waffen, Verwundeten und vor allem Flüchtlingstransporte in der Ostsee. Es kam also gerade zur Erhaltung deutschen Volkstums in dieser letzten harten Zeit auf hartes Durchhalten des Soldaten ganz besonders an. Zweitens, hätten wir Frühjahr, in den ersten Monaten oder im Winter 1945 kapituliert, so wäre ja nach allem, was wir vom Feinde wussten, die tödliche Zerreißung und Aufteilung entsprechend des Jalta-Abkommens genauso erfolgt wie heute. Und eine entsprechende Besetzung des deutschen Landes. Drittens, Kapitulation bedeutet, für die Armee, für den Soldaten, für die Armeen stehen bleiben und in die Gefangenschaft kommen. Das heißt also, wenn wir etwa im Januar oder Februar 1945 kapituliert hätten, dann wären zum Beispiel im Osten 2 Millionen Soldaten in russische Hand gefallen. Dass diese Unterbringung dieser Millionen im kalten Winter unmöglich gewesen wäre, liegt auf der Hand. Und dass wir in ganz großem Stile dann Menschen verloren hätten, ist klar. Denn es hat ja selbst bei der Kapitulation im Mai 45, also im Frühling, Spätfrühling, ist es im Westen ja nicht geglückt,
die großen Gefangenenmassen der Genfer Konvention entsprechend unterzubringen. Wir hätten da aber ja auch, wie ich schon sagte, nur das Jalta-Abkommen durchgeführt wäre, hätten wir eine ungleich größere Zahl von Menschen, die noch nicht geflohen waren aus dem Ostraum, im Ostraum verloren. Als ich nun am 1. Mai Staatsoberhaupt wurde, lagen die Verhältnisse anders. Damals waren die Fronten schon so nah aneinander gerückt, die Ost- und die Westfront, dass in wenigen Tagen aus dem Ostraum Menschen, die Truppe, Soldaten, die Armeen und die Riesenschar von Flüchtlingen nach dem Westen übergeleitet werden konnten. Mein Streben war daher, als ich am 1. Mai Staatsoberhaupt wurde, so schnell wie möglich Frieden zu machen und zu kapitulieren. Unter möglichster Rettung deutschen Blutes, deutscher Bevölkerung noch vom Osten nach dem Westen. Und entsprechend habe ich durch meine sofortige Einleitung der Kapitulation bereits am 2. Mai beim Feldmarschall Montgomery für den Raum, der seiner Armee gegenüberstand und für Holland und Dänemark, die noch fest in unserer Hand waren, gehandelt. Und entsprechend habe ich sofort im Anschluss daran dem General Eisenhower gegenüber meine Schritte ergriffen. Derselbe Grundsatz, deutsche Menschen, deutsche Bevölkerung zu erhalten, zu retten, haben mich also bewogen, im Winter die bittere Notwendigkeit zu predigen, zu kämpfen. Es war sehr schmerzlich, dass unsere Städte noch zerbombt wurden. Und wir durch diese Bombenangriffe und durch den Kampf noch Menschen verloren. Die Zahl dieser Menschen ist aber etwa 300.000 bis 400.000. Wobei den Hauptanteil daran der Bombenangriff auf Dresden, der militärisch nicht zu verstehen war und ist, trägt und nicht zu vorauszusehen war. Diese Zahl ist aber verhältnismäßig gering gegenüber den Millionen von deutschen Menschen, die wir im Osten verloren hätten, an Soldaten und Bevölkerung, wenn wir im Winter kapituliert hätten. Es ist also meiner Ansicht nach durch mein gegensätzliches Handeln, einmal, wie ich noch Soldat war, meine Truppe aufzurufen, hart weiterzukämpfen. Und zweitens, als ich im Mai nachher Staatsoberhaupt war, nun sofort zu kapitulieren, sind keine deutschen Menschen verloren gegangen, sondern gerettet worden. Ich habe keine weiteren Fragen, Herr Präsident. Ich bin wohl adjourned, Herr Präsident.